Seewe-Sennwald ist 1911 als Genossenschaft gegründet worden und ist demnach jetzt schon wieder 106-jährig. In den Jahren, wo das Seewe gegründet worden ist, ist das Bedürfnis nach elektrischer Energie stark gestiegen, speziell im Bereich der Industrie. Der Grundgedanke des EWS-Sennwald ist eine sichere und zuverlässige Stromversorgung im ganzen Versorgungsgebiet zu bieten können und vor allem auch die Energie selber zu erzeugen und zu verteilen. Da sind wir im Strick vor dem Maschinenhaus. Da wird jetzt alles gesammelte Wasser von der Reservoir oben runter. Da hat mittels zwei Druckleitungen hergeführt und das Wasser wird nachher hier am Platz turbiniert und damit eben auch Strom erzeugt. Wir entwickeln den Betrieb täglich weiter und versuchen, traditionelles und zukunftsorientiertes Handeln zu verbinden. Seewe-Sennwald beschäftigt zurzeit 27 Mitarbeiter. Davon sind 7 Lernende. Und in der Lehrausbildung, oder besser gesagt in der Ausbildung, da müssen wir eine 4-jährige Lehrstelle anbieten, die Elektroinstallateure, und bieten aber auch die Montageelektriker-Ausbildung, wo nur 3 Jahre geht an. Ich finde es sehr spannend, mit Strom zu arbeiten. Es ist auch sehr vielfältig. Wenn man draußen am Arbeiten ist, ist man eigentlich jeden Tag auf einer anderen Baustelle und lernt immer Neues kennen. Wir haben im ersten Lehrjahr 1,5 Tage Schule begleitend zu unserem Beruf und dann ab dem zweiten Lehrjahr jeweils noch einen Tag. Im EWS-Sennwald betreiben wir folgende Abteilungen. Das ist die Installationsabteilung, das ist eine Kommunikations- Internet-Glasfaser-Abteilung. Gleichzeitig haben wir die Stromversorgung, ein Elektrofachgeschäft. Wir haben Liegenschaften und unseren jüngsten Bereich Sound & Vision. Und wir haben auch diverseste aktive Beteiligungen an anderen Firmen. Im Installationsbereich werden alle Installationen ausgeführt, von der konventionellen Schalter- Beleuchtungsinstallation, aber natürlich auch von der zukunftsorientierten Installation. Das heisst, also, es gibt sogenannte Bussysteme, wo man im Grunde noch komplexere Aufbauten machen können, im Bereich Hausinstallation, wie aber auch im Installationsbereich von der Industrie. Wir sind hier an der Heizungszentrale von Saniplan. Das ist der ganze Schaltschrank, der alles managen tut, was über Heizung, Wärmepumpe, Lüftung, die Heizung für Pools, das wird alles über den Deck gemanagt. Wir haben sämtliche Kabel eingezogen, es sind etwa 70 bis 80 Kabel, die wir alles angeschlossen haben und nachher in Betrieb gemacht haben. Dieser Bereich, der ist stark wachsend bei uns. Das heisst also, auch die Bedürfnisse der Kundschaft, die nimmt immer zu. Wir sind davon überzeugt, dass es in der nächsten Zeit, in den nächsten paar Jahren, in dem Sinn, dass immer mehr wird kommen, dass wir Glasfasern bis zu der letzten Steckdose installieren muss, weil die Endgeräte das in dem Sinn können aufnehmen und auch verarbeiten. Hier haben wir einen sogenannten Manhole, die Büchse hier. Da komme ich von einer Kopfstation, kommt das Kabel hier rein, das Glasfaser. Ich tue es hier verbinden und dann geht es hier auf andere Kopfstationen oder direkt in die Häuser rein. Die Faser tue ich zusammenspleissen mit dem Gerät hier. Das Fusionsspleissgerät heisst das. Dann machen wir den Deckel zu und dann macht es das selber. Stromversorgung decken wir eigentlich die ganze Palette von A bis Z ab. Zum einen betreiben wir und unterhalten wir das ganze Netz in unserem Stammgebiet selber. Das reicht natürlich nicht ganz für unser Versorgungsgebiet. Das kaufen wir bei unserem Lieferant ein. Zum anderen verkaufen wir natürlich den Strom auch, machen die ganze Administration und Beratung der Kunden bei uns. Somit sind wir ein Stromanbieter in der Stromversorgung, der eigentlich alles von A bis Z bietet. Ich bin der Pascal Oehlloch. Mein Bereich ist, ich bin Einsatzleiter Thema Netzbau. Wir sind 3 Leute auf diesem Bereich drin. Und wir kümmern uns um von 20'000 Volt bis Transformierung 400 Volt. Und wir speisen die Häuser ein und anschliessen und kümmern uns auch um Verteilkabinen.
Und nebenher schauen wir auch noch wegen Glasfaser und TV-Kabel-Einzug fürs Internet und fürs Fernsehen. Das Elektrofachgeschäft ist bei uns sehr ein wichtiger Bereich. Wir verstehen uns hier auch als Beratungscenter, also wir sind an keine Marke gebunden. Wir können dem Kunden eigentlich auf seine Wünsche eingehen und ihm alles besorgen, was er haben will und selbstverständlich auch installieren. Also ich persönlich finde es gut, gibt es das EW Sennwald hier bei uns im Dorf im Sennwald. Vor allem, dass es auch verschiedene kleine Sachen gibt, wie zum Beispiel eine Rasierklinge für den Rasierapparat, aber auch sonst verschiedene kleine elektronische Teile oder wenn man mal kurz für den Haushalt irgendetwas braucht, dass man nicht weit auswärts gehen muss. Mit Sand und Wischen wollen wir der Bevölkerung, eben den Jungen wie auch den Junggebliebenen, die Bereiche überbringen und näher bringen. Und wir bieten gleichzeitig unseren Mitarbeiter, unseren jungen Mitarbeiter, die Chance, dass wir dort eine Weiterbildung betreiben können. Und wir fördern und aber fordern natürlich die Mitarbeiter auch spezifisch in diesem Bereich. Kommunikation wird immer wichtiger. Darum bieten wir hier im Sound Vision Corner ein Kompetenz-Produkteangebot im Bereich Fernseh, Radio und Lautsprecher an. Bei uns steht Qualität und natürlich Beratung an vorderster Stelle. Wir gehen zum Kunden, wenn es nötig ist, schauen uns die Gegebenheiten an, beraten den Kunden, hocken uns mit dem an und dann gibt es ja, das individuelle Angebot für uns. Aus unseren eigenen Liegenschaften sind vor allem die Wohnungen herauszuheben. Bei diesen 28 Wohnungen bieten wir von den einfachen Wohnungen in wunderbarer Natur bis zu Wohnungen im Eigentumsstandard alles an. Also es hat für jeden etwas bei uns, von der 1,5-Zimmer-Wohnung bis zu der 4,5-Zimmer-Wohnung. Wir sind überzeugt, dass wir durch unsere optimalen Strukturen und hervorragenden Mitarbeiter auch in Zukunft könnt optimalen Service für unsere Kunden liefern. Ohne Strom geht nichts.